Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Herzlich willkommen hier bei uns im Grillstudio. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder bei uns reingeklickt habt. Das hier, das gibt's heute. Leckeres, einfaches, schnelles Zitronenhühnchen. Roadkill Style. Und mega feine Basilikum-Zitronen-Pasta. Tagliatelle oder, wie wir sagen, hier im Allgäu, Nudler. Für dieses Rezept seht ihr hier die Zutaten. Es ist mal ungewohnt wenig auf dem Brett. Wir haben Hähnchen, Zitronen, wichtig, Muskatnuss, Parmesan, Salz und Pfeffer brauchen wir, Nudeln, hier hinten versteckt sich Olivenöl, Pinienkerne, Sahne, ein gutes Bier für den Griller und Basilikum. Freunde, los geht's. Zum Glück geht's jetzt langsam wieder Richtung Sommer. Schöne, sonnige, warme, lange Tage. Ach, auf dem Badesee schnell noch an den Grill und da muss es wirklich schnell gehen und das machen wir. Heute wird's schnell. Heute gibt's Hähnchen auf eine ganz besondere, sommerliche Art und Weise. Machen wir jetzt schon im Frühjahr, aber hey, ihr müsst ja gerichtet sein für den Sommer. Im Prinzip geht es heute darum, dass wir das Händel aufschneiden. Wir machen also ein plattes Huhn, ein Roadkill-Chicken, wenn man so will. Das würzen wir mit Salz, Pfeffer, Zitrone, Muskat, mehr nicht. Dann machen wir unsere Nudeln, da kommt auch bloß Zitrone und Basilikum ran. Ah, ich glaube, das wird richtig, richtig lecker. Probiert haben wir es noch nicht. Das ist quasi für uns auch eine Premiere. Dann schauen wir mal, was das wird. Und jetzt geht es wie gewohnt ans Brett. Ja, unser erster Schritt wird sein, dass wir das Hühnchen vorbereiten. Dem trennen wir jetzt das Rückgrat raus, dann können wir es schön aufklappen und würzen. Es muss nämlich eine Zeit lang ruhen, im Bestfall 2 Stunden oder länger. Wird bei uns nicht ganz hinhauen, allein schon zeitlich, aber trotzdem lassen wir es einwirken. Und ihr schaut jetzt zu, was wir da metzgern. So, jetzt würzen wir das Ganze mit Pfeffer und Salz. Jetzt geben wir Zitrone drüber. Und etwas Olivenöl. Dann haben wir es schon. Dann darf das Händel ruhen. Wir nutzen die Zeit jetzt einmal den Grill vorzubereiten, respektive erst einmal uns zu entscheiden, welchen Grill wir denn überhaupt hernehmen. Wahrscheinlich wird es mal wieder der Bastard werden, Keramikgrill haben wir schon lange nicht mehr. Das tun wir jetzt, wir werden 200 Grad etwa einregeln. Indirekte Hitze ist klar, sonst verbrennt uns das ja alles. Ja, und dann sehen wir uns beim Auflegen auf dem Grill, da sehen wir uns dann wieder. Bis dahin gibt es ein Bier, das rate ich dir. Eine Stunde hat das jetzt liegen dürfen, einwirken und marinieren dürfen. Der Grill läuft konstant auf 200 Grad, das ist toll. Ich würde sagen, wir schmeißen die Händel jetzt einmal auf den Grill. Brustseite logischerweise nach oben, auch wenn wir indirekt grillen, das macht gar nichts. Das muss so sein. Die Brustseite, wenn wir nach unten geben, die wäre zu schnell, zu durch, zu schwarz. Die Haut wird nichts, deswegen Knochenseite nach unten, Brust nach oben, ab auf den Grill damit. So, denke ich, jetzt brauchen wir mal eine halbe, dreiviertel Stunde, dann wird das schon fertig sein. Aufgrund dessen, dass es aufgeklappt ist, haben wir gar keine so lange Garzeit. Wir müssen jetzt auch schauen, dass wir nicht mehr über 200 Grad kommen. Lieber lassen wir es langsam ziehen und geben nachher noch ein bisschen Feuer, dass die Haut knusprig wird. Ja, und in der Zwischenzeit kochen wir die Nudeln und bereiten die Soße vor. Es ist noch einmal ungefähr eine Viertelstunde vergangen. Jetzt fangen wir dann mal an mit den Nudeln. Ich habe es hier auf meinem Seitenkocher, ne? Ich habe einen Dutch Oven aufgestellt mit Salzwasser, da kochen wir die Nudeln. Später machen wir da die Soße drin und die Nudeln, wenn sie abgeschreckt sind, kommen dann da wieder rein. Aber für die Soße, das ist das Stichwort, müssen wir eigentlich jetzt nur noch 2 Sachen machen. Wir müssen Käse reiben, da habe ich schon jemanden, der das macht. Und wir müssen den Basilikum grob hacken, mache ich selber. Da haben wir einen wunderschönen 24 Monate gereiften Parmigiano. Den reiben wir uns jetzt klein. Der kommt mit in die Soße. Da haben wir ja ein Reibgerät, einen Käse. Und Reibgerät und Käse gibt geriebenen Käse. So, das soll genug sein, ich übergebe mich. You know,
So, Freunde, die Nudeln sind gekocht. Jetzt geht's ruckzuck, das Hähnchen ist auch soweit fertig. Da braucht man nur noch ein bisschen krosse Haut, mehr braucht es nicht. In der Pfanne, im Dutch Oven, im Topf, wo auch immer ihr das macht, Seitenbrenner, Gaskocher, Feuerplatte, Grill, da schmelzt ihr jetzt euren Butter, dann gibt es den Zitronenabrieb und den Saft der Zitronen dazu und dann wird es lecker. Schaut mal da rein. Das lassen wir jetzt kurz ein bisschen köcheln. Dann geben wir den Basilikum gleich dazu, den Parmigiano, Salz, Pfeffer, Nudeln und dann gibt's Essen. Kurz in der Grill schauen tun wir auch noch gemeinsam, dass ihr wisst, wie es ausschaut im Grill. Ja, Pinienkerne kommen noch drüber, die könnt ihr rösten, dann werden sie ein bisschen aromatischer. Oder ihr könnt es bleiben lassen, ich finde Pinienkerne so auch sehr lecker. Das müsst ihr aber selber wissen, wie ihr das macht. Also ich lasse es so. Ihr könnt es gerne auch rösten, dann aber ohne Fett und ohne Öl. So, supi. Ja. Wie gesagt, das lassen wir kurz aufkochen, dann schauen wir in der Grill und dann ja, sind wir schon soweit. Dann machen wir einen Teller und machen ein Fazit. Mhm. Endlich ist soweit, endlich kann ich was essen. Hier, Werkzeug ist auch schon am Start. Womit fangen wir an? Ich würde sagen mit den Nudels, Tagliatelle oder wie die Gescheiten sagen, Pasta. Schmeckt gut. Schöne, mega sommerliche, feine, leichte Pasta, feine Zitrone, der Basilikum dazu, das harmoniert super. Parmigiano. Ne? Ich brauche gar kein Hühnchen. Es kann eigentlich nicht mehr besser werden. Aber wir probieren das Hühnchen trotzdem. No. Die Haut ist super. Die Haut ist kross, innen ist es schön saftig, ja, schön rosa. Hätte man beim Steak sagen, nein, rosa darf Hühnchen nicht sein. Hey, ist das interessant. Der Muskat, ich habe gedacht im Rezept, ja, eine halbe Nuss Muskat auf ein Hähnchen, das ist too much. Hey, das macht es richtig, richtig fein. Eine zarte Muskatnote. Leichte Säure der Zitrone, Salz und Pfeffer. Boah, ist das ein geiles Hähnchen. Freunde, ich muss essen. Bin quasi raus. Ich weiß, Hühnchen isst man nicht mit Messer und Gabel. Deswegen schalten wir euch jetzt an der Stelle raus aus dem Video. Geil. Ihr schreibt das unten rein, was ihr von dem Rezept haltet. Wenn ihr es nachgemacht habt, schreibt da uns eure Erfahrungen. Und ganz wichtig, Daumen. Kommentare, Abo. Ja, die drei Sachen, die müsst ihr beachten. Abo ist ja kostenlos. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mittwoch früh um 6. Macht's gut. Mein Team und ich, wir sagen Servus, habe die Ehre. Ade.